Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wochendahoroskop. Heute mit der unverwechselbaren Ausnahmeberaterin Kirsten Tarowissen. Ja, und dem legendären Mann, der in die Zukunft blickt, Roé. Hallo. Unser Hallo müsste man heute eigentlich anders sagen, ne? So hey oder so, wie es hier in Schweden so gesprochen wird. Weil wir sind hier in Schweden heute, aber das, was ihr seht, haben wir aufgenommen. Leider. Ja, tut uns leid, dass wir jetzt schon das zweite Mal aus der Retorte sozusagen kommen, aber es lässt sich manchmal einfach nicht anders gestalten. Beim nächsten Mal, denke ich, sind wir wieder live. Ich möchte jetzt nichts versprechen. Voraussichtlich. Aber es tut uns beiden leid. Es tut uns leid, aber es ist uns halt einfach auch super wichtig, dass wir hier das regelmäßig machen. Deswegen nehmen wir das auf. Und wir fangen einfach gleich mal an, oder? Wir starten. Ich sehe, du hast den Spirit Guide schon bereitgelegt. Ja. Wir lösen auch gleich auf, aus welchem Deck der ist. Aber ich möchte gerne noch ein paar astrologische Fakten loswerden. Und letzte Woche, ihr erinnert euch, habe ich euch erzählt, dass wir eigentlich eine Woche haben, in der wir uns ein bisschen entspannen können. Das ist mehr oder weniger gelungen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Jedenfalls hier im Hause der Mantike. Aber die kommende Woche, die hat es wirklich in sich. Also zum einen haben wir bereits morgen, das ist eigentlich ganz angenehm, ein Mars-Neptun-Trigon. Mars-Neptun heißt, dass wir die Träume, die wir schon länger in uns tragen, die fischigen Träume, die wir in uns tragen, jetzt von Mars nochmal ordentlich angepusht werden und wir jetzt an dem Tag, morgen ist der Tag, an dem Merkur wieder direktläufig wird, dass wir an diesem Tag die Gelegenheit bekommen, zu sagen, und jetzt habe ich lange genug nachgedacht, wie ich es mache, jetzt tue ich es. Und das macht den Montag zu einem interessanten Tag. Wenn Merkur Gas gibt, ist es manchmal auch ein bisschen too much. Also seid ein bisschen vorsichtig, wenn ihr gleich wieder auf Vollgas schaltet, kann das euch oder andere nicht so gut tun. Versucht es langsam anzugehen. Dadurch, dass Mars auch noch mit im Spiel ist, ist die Verführung groß, gleich Vollgas zu geben. Versucht, entspannt zu bleiben. Seht euch Christophers Tagesgeheimnis an. Und chillt. Der bringt euch in den Chill-Modus, ganz genau. Am Dienstag ist dann der nächste Jahreshöhepunkt. Jupiter, der Planet des Glücks, des Glaubens, der Sinnfindung, wandert in den Stier. Das ist vor allem für die Stiere natürlich besonders interessant, aber auch für alle anderen Zeichen bedeutet das, dass wir Gelegenheit bekommen, wieder einhergehend mit diesem Mars-Neptun-Trigon Träume besser zu materialisieren als bisher, mit ein bisschen weniger Dampf, als das im Widder geschehen ist. Und dann haben wir einen Tag Ruhe, können einmal durchatmen, bevor dann am Donnerstag doch ein herausfordernder Aspekt hier durch die Lande zieht. Da haben wir nämlich einen Jupiter, der Planet, der gerade in den Stier gewechselt ist, Pluto Quadrat. Pluto gerade wieder auf dem Weg zurück in den Steinbock, gerade am Anfang des Wassermanns, clasht auf Jupiter. Und ja, das kann dann den ein oder anderen Traum zum Erliegen bringen. Und es ist auch doch eine ziemlich, ich will nicht unbedingt sagen gewalttätige, aber sehr krasse Konstellation, die sich nicht unbedingt eignet, um einen Streit vom Zaun zu brechen oder in irgendeiner Form ja, zu sehr die eigene Meinung durchpushen zu wollen. Bleibt gechillt an diesem Tag, ganz ehrlich. Danach folgt der nächste Höhepunkt. Am Freitag haben wir einen intensiven Stierneumond, ganz kurz bevor die Sonne dann auch aus dem Stier rausgeht. Das ist am 21. am Sonntag der Fall. Da wandert die Sonne in die Zwillinge. Aber vorher am Samstag noch etwas anderes. Mars, der sowieso schon so ein bisschen aufgestachelt ist durch all das, was da gerade so passiert, wandert von Krebs in den Löwen. Und bildet dann gleich darauf eine Opposition, also auch wieder einen herausfordernden Aspekt zu Pluto.
Wir haben also so einerseits dieses Thema, ja, ich kann meine Träume wahr werden lassen. Und nein, ich muss aufpassen, dass sie doch nicht zerplatzen. Das steht alles ein bisschen auf der Kippe gerade. Und wir können uns dann hoffentlich alle am Sonntag zum Neumond entspannen und sagen, okay, das ist jetzt das Paket. Und damit starte ich in die letzte Phase des Frühlings. Und jetzt habe ich ganz lange geredet, aber es ist einfach wirklich total viel los. Roy hat ja schon den Spirit Guide bereitgelegt und wird das nochmal in einem schönen Bild zusammenfassen. Wir nehmen die wirklich sehr, sehr schönen Karten von Kyle Gray, die leider einen furchtbaren Namen haben. Energieportal-Aktivierungskarten. Das ist ein Zungenbrecher, sag ich euch. Ein deutscher Titel. Ne? Ja, ich weiß nicht, wie sie auf Englisch heißen, muss ich gestehen. Auf jeden Fall habe ich sie gerade am Donnerstag geunboxed. Also schaut euch gerne nochmal das Video an. Und Roy, erzähl doch mal, ich nehme mir mal das Deutungsbuch, falls wir was nachlesen müssen. Ja, du hast lange geredet, aber es ist wichtig, weil es ist einfach was los. Es gab ja auch schon Wochen, da sagtest du ja, nichts los. Passiert nichts im Moment. Aber schauen wir mal, was uns der Spirit Guide mitgibt. Ja, oh, die fand ich so schön am Donnerstag, war eine meiner liebsten Karten. Also ich ziehe ja die Karte immer, bevor du deine astrologischen Aussagen machst. Ich schaue sie mir aber nicht an. Ich ziehe sie blind und lege sie dann gleich hin oder lege sie zur Seite. Ich sehe sie auch nicht vorher. Und von daher gesehen, wow. Also du hast zu viel von diesem Quadrat, von Stier, Sonne, die verschwindet. Und wenn wir jedes anschauen, dann kann man in jedem Tor, kann man eigentlich eine deiner Aussagen wiedererkennen. So dieses Quadrat oder der Montag, der so schön wird oder nicht. Also von daher gesehen, alles toll. Jedes Tor eigentlich hat eine deiner Aussagen manifestiert. Genau, es gibt was Schönes, was Unheimliches. Ja, was Unbekanntes. Und ich finde hier so schön, dass wir wirklich so eine Wahl haben. Und das, finde ich, ist auch in dieser Woche Thema astrologisch gesehen. Welche Weiche stelle ich jetzt? Hänge ich an Alten? Lasse ich das jetzt endlich mal los? Gehe ins Neue? Das sind so Fragen, die ihr euch stellen könnt. Auf der Karte selbst steht ja auch der Aufgabe verbunden am Scheideweg. Kein Weg ist falsch, finde ich auch nochmal eine wichtige Nachricht. Ne? Das ist sehr wichtig, dass man sich bewusst sein darf, egal was ich tue, es gibt kein richtig und kein falsch. Wann immer du diese Karte ziehst, bist du an einem kritischen Punkt deiner Lebensreise angekommen. Du hast die Möglichkeit, dich in eine bestimmte Richtung zu bewegen und du musst eine Entscheidung treffen. Das kann sich überwältigend anfühlen und vielleicht wirst du auf etwas oder jemanden warten wollen, der diese Entscheidung für dich treffen soll. Doch du bist nicht hier, um einen festgelegten Weg zu gehen. Vielmehr bist du hier, um den Weg selbst zu wählen. Die nächste Phase deiner Reise kann sich erst dann entfalten, wenn du entscheidest, welche Richtung du einschlägst. Und wisse, egal welche Entscheidung du triffst, du wirst immer auf dem richtigen Weg sein. Egal, wie du dahin kommst, du wirst immer an einem ähnlichen Punkt landen. Außerdem wisse, dass Aufgabe nichts damit zu tun hat, deine Pflicht zu erfüllen. Vielmehr geht es darum, das Leben zu leben und Freude zu erfahren. Schön, sehr schön. Passt perfekt auch zu der Astrologie. Ne? Finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Und mit dieser schönen Karte als Einstieg können wir dann auch jetzt durch die einzelnen durch den Tierkreis reisen, uns die einzelnen Tierkreiszeichen ansehen. Und wir machen das einfach so, wie wir das letzte Woche gemacht haben. Wir geben euch die Gelegenheit, darüber nachzudenken, bevor wir etwas sagen. Roy, ich habe jetzt einfach mal, ohne dich groß zu fragen, auch ein Tarot genommen, was ich diese Woche unboxed habe. Wächter der Nacht-Tarot, ganz frisch herausgekommen im Königsfurt Urania Verlag. Mir gefällt es sehr, sehr gut und ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei und vor allem du hast es dir ja noch nicht so angeschaut. Nee, es liegt noch, weil ich leider im Moment wenig Zeit habe für den Genuss, noch unverpackt bei mir am Schreibtisch, aber ich freue mich auch schon drauf, wenn ich dann diese Karten mal für mich in einer ruhigen Minute sehen kann. Oh, jetzt geht der Countdown schon los. Das sollte natürlich nicht sein. Wie mache ich das denn? Zurücksetzen. Vielleicht. Ja, das ist so doof, dass hier dieses Ding ist. So. Geht das so? Nee. Save. Stopp. Wie habe ich das denn letztes Mal gemacht? Oben. Da.
Ah, ich verstehe. Ja, ihr Lieben, dann geht es jetzt aber erst einmal an die Triangel. Und das Symbol. Und das Symbol. Kirsten, wo ist das Symbol? Und hier ist die Karte. Und wir fangen natürlich immer noch mit dem Stier an, weil ja, der Stier Geburtstag immer noch hat. Geburtstag hat. Und Geburtstag. Liebe Leute, was ist denn über den Stier gerade zu sagen? Ja, also wir müssen tatsächlich mit dem Stier anfangen, weil nicht nur wird Merkur morgen in deinem Zeichen, lieber Stier, wieder direktläufig, sondern Jupiter tritt einen Tag später auch noch in dein Zeichen ein. Du wirst sicher auch einer derjenigen sein, die von diesem Quadrat am Donnerstag zwischen Jupiter und Pluto etwas gebeutelt wird. Und dass, wenn Mars dann auch noch das Zeichen wechselt in den Löwen hinein, am Samstag war das der Fall, wirst du auch noch einmal so ein bisschen starke Schübe bekommen. Also du bist in dieser Woche dasjenige Zeichen, das am meisten diesem Wechselbad der Gefühle unterworfen ist. Aber dafür wirst du mit einem wunderschönen Vollmond am Freitag, am Tag der Göttin der Liebe belohnt, die ja auch deine Herrscherin ist. Ne? Venus, deine Herrscherin, weilt auch gerade noch im Krebs und ist immer so ein bisschen zärtlich, sorgt dafür, dass du ein paar Stoßdämpfer hast, wenn es zu rau wird. Und Rohe beglücklich jetzt sicher auch noch mit einer wunderschönen Karte. Hier, glaube ich, noch mal eine kleine Korrektur vornehmen. Sonst glänzt die Karte so. Und ja, liebe Stier, liebe Geburtstagskinder, diese drei der Stäbe zeigt die Möglichkeit, die ihr habt mit Aufbruch. Dieser wunderschöne, goldige Vogel hat es in der Hand, hat es im Schnabel, wie er seinen Stab weiterbringt hin zu all dem, was ihm wichtig ist. Er hat es in seinem Schnabel zu kommunizieren. Er hat in seinen Fängen einen Stab, den er befähigt, sein Nest zu bauen, vielleicht auch zu stabilisieren, um für die Zukunft zu sorgen. Und man sieht auch schon den zweiten Vogel, vielleicht ist das die Gattin, und die wartet schon, dass er eben mit genügend Material fürs Nestbauen nach Hause kommt, um es dann zu nutzen, um dann darin den Nachwuchs aufzuziehen. Ich finde es total faszinierend, dass wir den Mond hier so prägnant sehen. Es ist zwar eher ein voller Mond als ein Neumond, aber auch diese Frühlingselemente, die ich hier wahrnehme, passen doch sehr, sehr gut zu dieser Qualität des Durchstartens für den Stier. Ja, aber wir sehen nicht nur den Mond, wir sehen auch im Hintergrund die ganze Nova. Mhm. Und das ist für mich noch viel wichtiger, dass der Stier jetzt mit dieser Energie nicht nur bis zu dem bestsichtbarsten Planeten reisen kann, sondern darüber hinaus, wenn er es denn will. Und von daher gesehen finde ich das nochmal sehr imposant, auch diese klare, aber auch ein bisschen verschattete Hintergrundansicht. Das finde ich auch Hinweis auf, es ist nicht immer nur schön, sondern es kann auch ab und zu mal regnen. Sei vorsichtig, ne, pack besser einen Regenschirm mit ein. Also von daher gesehen eine sehr spannende, schöne Karte für die, die jetzt noch Geburtstag haben. Allerdings auch für all die anderen Stier-Geburtstagskinder in diesem Monat. Ja, also passt auch so ein bisschen zu der Spirit-Guide-Karte, ne, mit den verschiedenen Portalen, die du gezogen hast. Und es ist ja auch eine Frühlingskarte, eigentlich Sonne im Widder zugeordnet. Und finde ich, passt hervorragend. Sehr, sehr schön gemacht. Danke, liebe Kirsten. Denn dies waren unsere Worte für das Geburtstagskind
der Woche die Stiere. Auch da so eine kleine Soufflöse, die da oben auf dem Computer sitzt. Immer. Genau, bei dir. Hinter dir sitzt sie, jetzt wird sie gerade anders. Liebe Zwillinge, ihr bereitet euch sicher auf euren Geburtstag vor, der ja ab Sonntag stattfindet. Und für euch ist das natürlich eine gute Nachricht, dass kurz vor eurem Geburtstag Merkur wieder direktläufig wird, euer Herrscher, und ihr jetzt dann doch langsam wieder ein bisschen mehr in die Gänge kommt. Merkur im Stier ist ja sowieso schon ziemlich anstrengend, aber dann auch noch rückläufig. Das kann dann wirklich mal aufhören. Und ihr bekommt wirklich auch ein tolles Geschenk, dadurch, dass der Neumond nicht unbedingt in eurem Zeichen, aber kurz davor stattfindet, bevor die Sonne in die Zwillinge wandert. Das ist wirklich sehr, sehr schön für euch. Ansonsten habt ihr ja relativ Ruhe, was so die ganzen Quadrate und Trigone betrifft. Da seid ihr gar nicht so involviert. Ihr könnt euch wirklich in Ruhe auf euren Geburtstag vorbereiten. Vielleicht auch ein paar Leute unterstützen, die gerade es ein bisschen schwieriger haben. Und Rui, schaut mal, ob das auch mit den Karten so ist. Ja, wir haben den Eremiten. Ah ja, ist draußen. Ist draußen? Ich muss ja wieder hier anmachen. Ja, ja, du hast die Triangel vergessen. Oh, die Triangel. Uiuiui, das gibt tiefe Minuspunkte in der Bewertung. Ich denke mir. Geben 5 Sekunden Nachdenkzeit. Gut, ihr hattet eure Denkzeit und die Nachdenkzeit. So, liebe Zwillingsgeborene, Kirsten hat schon ein bisschen angedeutet, Vorbereitung auf Geburtstag. Was denn? Ich möchte, dass ich die Karte noch ein bisschen besser sehen kann. Achso, du möchtest die Karte besser sehen, dann sag das doch. Da, ja. Siehst du jetzt besser. Nein, es sind keine unanständigen Handbewegungen, die Kirsten unterhalb der Kamera macht. Sie hat nur gesagt, schieb die Karte. So, jetzt sehen wir die Karte, liebe Zwillinge. Das ist auch wichtig, denn ihr seid ja bekanntlich auch fürs schnelle Denken zuständig. Und dann muss man natürlich das Ganze sehen. Spannend, denn wir sehen auf der Karte nicht nur sehr prominent den Mond. Nein, wir haben auch eine kleine Spinne mittendrin, die dann so weit Präsenz zeigt, dass sie sich schon auf den Weg macht zu etwas Neuem. Und zwar hat sie den Faden schon gesponnen und ist auf den Weg hin. Und, was auch toll ist, sie wird aus diesen ersten Faden ihr ganzes Netz spinnen, dass man rechts schon ein bisschen sieht. Also wenn sie dann fertig ist, dann ist dieser Faden für sie essentiell. Heißt für euch, liebe Zwillingsgeborene, auch wenn wenig da ist, spinnt schon an eurem Netz fürs neue Lebensjahr, spinnt euch schon eure Fäden, nährt euer Netzwerk und seid einfach präsent, wenn es dann heißt, jetzt ist Geburtstag. Ja, und wenn der nächste Geburtstag ist, wird ja Jupiter dann in euer Zeichen reisen. Von daher könnt ihr nicht nur über das letzte Jahr nachdenken, sondern allmählich auch mal ein Resümee ziehen, was so in den letzten 11 bis 12 Jahren in eurem Leben war. Das ist auch nochmal Thema für euch. Ja. Und ja, ich finde diese Spinnen, ich liebe ja Spinnen auf Karten vor allem. Aber, Betonung auf Karten. Na, wir haben ja hier auch genug Spinnen, aber ja. Dieses Weben, Gedanken zusammenweben, ist natürlich auch eine Zwillingsaufgabe. Ja. Vernetzung ist eins der Stichworte, die dem Zwilling zugeordnet werden. Ganz genau. Ich sag's gerne auch nochmal. Dies waren unsere Worte für euch, liebe Zwillinge. Sagst du es auch nochmal? Liebe Krebse, ihr
habt das große Glück, dass Venus gerade bei euch zu Hause ist. Das entspannt euch, das tut euch gut. Denn nicht in allzu weiter Ferne wird Pluto, der ja diese Woche auch schon ein bisschen Drama macht, wieder zurück in den Steinbock reisen. Und für euch bedeutet das, dass da doch nochmal auch bei euch einiges getriggert wird. Aber darüber reden wir, wenn es soweit ist. Im Augenblick ist auch noch Mars bei euch. Mars und Venus zusammen bis zum Wochenende. Sehr, sehr schöne Flirtkonstellation für euch. Und auch ihr profitiert natürlich vom Neumond im Stier am Freitag. Denn immer, wenn es einen Neumond oder einen Vollmond gibt, habt ihr eine besonders starke Affinität dazu. Wenn Jupiter in den Stier wechselt, dann macht das ein schönes Sextil. Und ihr wisst ja, Sextile werden gerade von Christopher immer wieder gehypt. Tolle Sache. Und das bedeutet für euch, dass Jupiter im nächsten Jahr gut gestellt ist für euch. Mal sehen, was ihr daraus macht. Rui zeigt euch gleich, was für eine Karte das mit euch macht. Aber erst müsst ihr euch eure eigenen Gedanken machen. Mal zurücksetzen. Der Hängende. Liebe Krebse, für mich passt das wunderbar zu euch. Ihr dürft euch endlich wieder mal in die Position des Beobachters zurückziehen, dürft endlich mal wieder sehr schön, sehr prominent in der zweiten Reihe sein, euch nicht zeigen. All das wäre Aufgabe für die nächsten Tage, um neue Kräfte zu sammeln, für die Zeit danach. Denn es heißt dann nicht unbedingt, weil ihr jetzt eine Karte habt mit dem Namen der Hängende, dass ihr dann das ganze Jahr über chillen könnt. Nee, nee, so ist es nicht. Es geht ums Kräftesammeln, es geht ums Power, die Batterien aufladen und auch herzugehen, um zu repräsentieren, ich bin in der zweiten Reihe auch eine strahlende Persönlichkeit. Und das solltet ihr für die nächste Woche für euch mitnehmen. Ja, ich finde, hier wird ja ein Opossum dargestellt. Mhm. Und gerade in dem Begleitbuch, das dem Deck beiliegt, steht hier auch, dass es darum geht, wirklich nach innen sich zu kehren. Ich denke, wenn Venus durch ein Zeichen reist, haben wir immer eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, wirklich nochmal über das Thema Selbstliebe nachzudenken auch. Und das könnte dann auch damit zusammenhängen hier, dass wir, ihr bereitet euch ja auch langsam auf eure Geburtstag, auf euren Geburtstag vor, dass ihr nochmal überlegt, was hat mir denn dieses Jahr gebracht, ein bisschen nach innen euch deswegen kehren. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, das Neptun-Mars-Trigon. Das ist natürlich für euch sehr relevant, dass morgen bereits stattfindet, denn Mars geht ja durch euer Zeichen. Also ihr habt eigentlich die Möglichkeit, durch Visualisierung Träume wahr werden zu lassen. Und das tut man am besten in der Stille und im Rückzug. Ja. In der Beobachtungsphase. Ja. Liebe Krebsgeborene, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Damit sind wir beim stolzen Löwen angelangt und liebe Löwen, ihr dürft euch darauf freuen, dass euch am Sonnabend Mars besucht. So langsam beginnt für euch eine heiße Phase, denn Venus wird ihm ja auch folgen. Es dauert noch ein bisschen, aber so für euch kommt jetzt einiges in Schwung. Nutzt gerade morgen das Trigon von Mars und Neptun, um wirklich zu sagen, ich will jetzt bestimmte Dinge in meinem Leben klar rücken und dann könnt ihr, wenn Mars am Ende der Woche dann in euer Zeichen geht, da wirklich gut mit arbeiten. Dass gerade am Sonnabend dann Mars Pluto gegenübersteht, das könnte nochmal für euch eine Herausforderung sein. Ihr müsst vielleicht tatsächlich euch
durchsetzen. Das macht ihr nicht so gerne. Ihr erwartet eigentlich, dass die Dinge von alleine geschehen. Ihr seid ja ein König, ne? Da müsst ihr euch vielleicht nochmal gegen Widerstand behaupten. Aber wenn ihr das schafft, dann sieht das richtig gut für euch aus danach. Und die Kraft dafür bekommt ihr natürlich auch am Neumond, am Freitag. Denn das ist natürlich auch für euch ganz wichtig. Wenn die Sonne und der Mond zusammentreffen, werdet ihr gestärkt, seid ihr ganz bei euch, fühlt ihr wieder, was ihr wirklich umsetzen wollt. Und was das genau ist, das erklärt euch jetzt Roé. Allerdings noch nicht gleich. Liebe Löwegeborene, mit der Karte die Welt habt ihr eigentlich ein Kapitel für euch beendet, habt ihr etwas abgeschlossen und seid eigentlich bereit für neue Schanddaten, für neue Aufbrüche, für Neues zu repräsentieren. Und diese Welt, die zeigt auch euch, dass jetzt Dinge langsam abgeschlossen sind, die ihr durchhabt, für euer Potenzial einfach in die Pötte zu kommen, damit ihr mit neuem Power und mit neuer Idee oder auch mit neuen Hinwendungen euch auf den neuen Weg macht. Für mich, ich finde das eine wunderschöne Darstellung, ich weiß nicht, Biene wahrscheinlich, und die zeigt uns ganz klar, wie schön wir zu unserem Gewinn, zu unserer Gesamtheit kommen. Was schreiben Sie denn? Laut dem Deck sehen wir die Biene darauf, ne, die ja so für Schwarmintelligenz auch steht. Zusammenarbeit, Gemeinschaft, Team. Wohlstand, Süße des Lebens. Das passt natürlich hervorragend zum Löwen. Und wir sehen aber auch einen Grashüpfer. Und der ist ganz unten, der Grashüpfer. Ja, stimmt, der ist gelb. Und der steht für Wohlstand, Glück und Überfluss. Ja. Also, macht eure Träume wahr, nutzt Mars, das sieht gut aus für euch, liebe Löwen. Und mit diesem Statement, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage, liebe Löwegeborenen. Die Jungfrau, die ja fleißig wie eine Biene ist, kommt nun dran und liebe Jungfrauen, ihr habt auch gerade nicht so viel, was für euch in irgendeiner Weise dramatisch wäre. Natürlich ist es angenehm für euch, wenn Merkur jetzt morgen wieder direktläufig wird. Für euch ist es, wie gesagt, nicht so anstrengend wie für die Zwillinge, weil er im Stier rückläufig ist. Es ist für euch eine ganz angenehme, erdige Qualität. Wenn Jupiter dann in den Stier geht, ist das für euch auch schön. Er beleuchtet euch sehr positiv. Das Trigon zwischen Mars und Neptun ist für euch auch angenehm, denn es findet in eurem Gegenzeichen in den Fischen unter anderem statt. Und der Neumond im Stier, auch der tut euch gut, denn alles, was im Stier passiert, wirkt positiv auf euch. Naja, wenn was Negatives im Stier passiert, dann ist das für euch auch nicht optimal. Aber prinzipiell passiert ja gerade ganz viele schöne Dinge. gut, das Quadrat, ich überlege gerade, das Quadrat von Pluto und Jupiter ist für euch jetzt gar nicht so ein Ding. Also, freie Bahn für euch. Es wird wieder, Leute, eigentlich ein bisschen entspannter werden für euch. Und Roé, guckt mal, ob das stimmt, nach der eigenen Reflexion.
Liebe Jungfrauen, das machen wir natürlich nicht. Wir schlafen nicht ein, schon gar nicht bei euch, schon gar nicht bei dieser tollen Karte. König der Münzen. Und wir haben hier ja den Hinweis, mit welcher kräftigen Energie dieser König der Münzen dargestellt ist. Wahrscheinlich ein Stier, könnte ich mir vorstellen, denn was anderes passt da gar nicht zum Münzenkönig. Kann man schwer vorstellen, dass da eine Kuh abgebildet sein soll. Ist schon relativ bullig, das ganze Tierchen. Ich gucke nach, während du weiter interpretierst. Der König der Münzen zeigt euch, liebe Jungfrauen, ihr habt es genau richtig gemacht. Ihr habt da eure Ruhe, eure Präsenz, aber auch eure Dickköpfigkeit hier ganz gut in den Vordergrund gespielt. Und könnt hier jetzt eben punkten, indem ihr euch das Astrologische, das für euch steht, jetzt mitnehmt und mitgibt. Und da finde ich es ganz gut, dass man mit dem König der Münzen hier Präsenz zeigt. Und zwar in ruhiger Form, nicht in marktschreierischer Form, sondern in ruhiger Form. Es soll eine Kuh sein. Es soll eine Kuh sein, spannend. Sie steht für Gnade, Nahrung, Heilig, ja. Führung, Glück, ja. Fokus. In Indien ist die Kuh ja unantastbares Heiligtum. Ne? Also da darf man der Kuh nichts tun, was ja auch in Ordnung ist. Sollte auch hier der Kuh nichts tun, wäre auch in Ordnung. Aber sie hat natürlich hier nicht den Stellenwert wie in Indien. Und wir haben den neuen Mond reingezeichnet. Ne? Also nochmal Verweis, der Stier-Neumond scheint für euch relevant zu werden. Und wir haben oberhalb des Kronenchakras eine Krone mit 7 Sternen unten und 5 oben. Das ist auch spannend. Mhm. Vielleicht ist das irgendein Sternbild. Ja, glaube ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, man könnte das so mit hineininterpretieren. Ne? Schöne Karte. Ja, ich finde das auch ganz toll. Ich finde bis jetzt alle Karten sehr schön dargestellt. Gefallen mir alle. Lustig auch noch, ein kleiner Hingucker unten, der Vogel, der da auch die Münze irgendwie im Schnabel hat, im Elster ähnlich, links. Ja, ich weiß nicht, ob er den im Schnabel hat oder auf seinem Kopf irgendwie, aber... Aber auch eben... Ja, und die Sonnenblumen verweisen vielleicht auf die Zeit der Jungfrau, da sind ja, blühen ja die Sonnenblumen. Wir haben dann oben noch einen Schmetterling. Ja, also was ihr jetzt lostretet, das kann sich erfüllen, bis ihr dann Geburtstag habt, so würde ich ein bisschen denken hier. Definitiv. Ja, in dem Sinn, liebe Jungfrauen, wünschen wir euch eine ganz tolle Woche. Denn dies waren unsere Worte für euch. Liebe Waage, für euch steht zurzeit auch nichts Dramatisches an. Wir haben gerade keine sehr luftige Energie. Die meisten Planeten tummeln sich eher in der Erde oder im Wasser, im Feuer. Ihr könnt euch eigentlich ein wenig ausruhen. Venus, eure Herrscherin, die treibt weiter im Krebs herum. Das macht euch sehr emotional, aber das kann ja auch sehr positiv sein. Und der Neumond, ja, der ist für euch auch nicht besonders relevant. Ich versuche gerade herauszufinden, ob für euch gerade wichtige Dinge anstehen aus astrologischer Sicht, aber ich denke, nein. Ihr könnt gerade, was die Astrologie betrifft, ziemlich relaxed sein. Ich hoffe, Roy hat eine ebensolche Karte für euch. Wir werden es gleich erleben. Yes. Ach so. Ich lerne es noch. Ja, liebe Wagen, Kirsten wollte eine relaxte Karte. Ich gebe euch die 7 der Kelche aus. Ja, 7 der Kelche, wir sehen es oben schön als Illusion dargestellt und der Hase, der darf sich überlegen, welchen Kelch er nehmen würde. Und er hat die Qual der Wahl, ja,
das mag als Karte ein bisschen anstrengend wirken, aber wenn ich aussuchen darf, was mir denn gut tut, dann wird aus der Anstrengung gleich wieder eine Belohnung, denn ich habe ja die Möglichkeit zu wählen. Wenn sich die Person oder das Tier, das wir hier sehen, dann nun entschieden hat, dann wird er mit etwas konfrontiert, nämlich mit seiner eigenen Selbst. Er wird, wenn man sieht, im Hintergrund so ähnlich wie ein See, die Farbe des Wassers, und dort muss der Hase durch seine Emotion. Und danach kommt er zu seinem Intellekt, weil wir sehen dann schon die Wolken im Hintergrund. Also von da gesehen, kann der Hase sich alles wünschen, alles fordern, aber er kommt nur dorthin, wenn er durch seine Emotion dann auch das weiter lebt. Das finde ich schön. Also die Karte ist ja Venus zugeordnet, Venus im Skorpion, aber gut, jetzt ist Ja. Venus im Krebs. Diese Passt. emotionale Energie ist da. Und ich finde es einen sehr schönen Hinweis, die Waage löst oft auch ihre Themen über den Kopf. Ne? Und hier steht sie jetzt vor der Herausforderung, Venus läuft gerade durch den Krebs, emotional hineinzugehen, wirklich in die Tiefe hineinzugehen und herauszufinden, was will ich denn wirklich und nicht. Was wollen andere? Was kann ich tun, damit es anderen gut geht, damit es mir gut geht, weil es anderen gut Ja, geht? dieses Ja, permanente Weil, Weil, Weil genau, fällt weg. genau. Es gibt immer ein Weil, weil sie es möchte. Genau. Schön. Waage, ne? Ja. Ja, ich, da Rohe es anscheinend nicht sagen möchte, sage ich es. Das waren unsere Nein, Worte für Trinkpause. euch, ja, aber erst nachdem wir das gesagt haben. Für euch, liebe Wagen, und die kommenden Tage. Cheers. Jetzt machen wir es ein bisschen runter, dass man alle Becher sieht. Ihr müsst uns vergeben. Wir haben tatsächlich auch wenn es eine ruhige Woche astrologisch sein sollte, eine ziemlich stressige Woche hinter uns. Die Vorbereitungen, um nach Stockholm zu reisen, waren nicht die leichtesten. Es ist einfach unglaublich viel zu tun und wir sind halt gerade wieder in so einer Zeit, wo wir eigentlich nie zu Hause sind. Und wenn wir zu Hause sind, Sind wir auch versuchen nicht wir da? irgendwas aufzuarbeiten. Ich bin sehr gespannt, wenn wir jetzt hier Sonntagabend sitzen, ob wir einen Beamer hatten, mit dem wir unsere Präsentation zeigen Oh, ich konnten. bin gar nicht böse, wenn wir keinen Beamer haben, dass wir unsere Präsentation nicht zeigen konnten, weil es war so, also wenn du noch einmal sagst, diese Woche ist nichts los, da könnte, da sage ich eine Woche später, was los war. Sagst du mir ja eh immer. Naja, Ja. ansonsten gibt es irgendwas Wichtiges Neues zu berichten? Eigentlich nicht. Ja, leider, leider, leider müssen wir eine traurige Nachricht verkünden. Der nächste Dienstag. Abend, die Nachtgedanken werden nicht stattfinden, denn Nachtgedanken kann ich nicht, möchte ich nicht aufzeichnen. Ja, traure mit meinen Nachtgedanken. Sie werden einmal ausfallen, sie werden nicht nachgeholt, aber eine Woche später gibt es sie dann wieder. Wir freuen uns schon sehr darauf. Soweit ich weiß, werden wir am Donnerstagabend aber wieder uns damit beschäftigen, was passiert, wenn die Sonne in die Zwillinge reist. Es gibt sicher auch was zum Neumond und ich möchte auch gerne etwas über Jupiter im Stier machen. Müssen wir mal schauen, wie wir das alles hinbekommen. Auf jeden Fall schaut weiter, was los ist auf unserem Kanal. Wir freuen uns immer, wenn wir uns von euch hören. Und eine kleine Info, die ich von Christopher habe. Christopher und ich, wir reisen ja im Sommer zu den Externsteinen. Das ist jetzt gar nicht mehr so weit hin. Und da gibt es wohl nur noch zwei freie Plätze. Wann Also ist denn das? Weißt du das gerade? die erste Augustwoche. Und wenn ihr dabei sein möchtet, wird es an der Zeit, euch zu entscheiden. Ja, und dann noch etwas, was vor August kommt, nämlich im Juni. Am 16. Juni haben alle, die Interesse haben, am Abend ab 17:15 Uhr, 17:30 Uhr startet ihr ja in München, du und Christopher, zu einer ganz tollen speziellen Führung durch den Waldfriedhof. Genau, die findet allerdings im Rahmen unserer Mitgliederversammlung statt, Mitgliederversammlung des Tarotverbandes. Das heißt, wenn ihr euer Ticket für den Tarotsonntag kauft, dann seid ihr automatisch bei der Führung dabei, wenn ihr dabei sein wollt.
Und ich Und wenn sie denke, es nicht kaufen? ja, dann müssen sie am Tor Auch kratzen. am offenen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr zahlreich dabei seid. Das wird wieder ganz ein toller Event mit euch beiden. Da freue ich mich auch schon drauf. Und was der Vorteil ist, also zuerst mal habt ihr zwei Symbologen der Extraklasse. Das ist schon mal das eine. Und im Ab Nachgang haben wir einen Stammtisch und dort könnt ihr natürlich alle die tollen Tarotisten kennenlernen, die im Verein sind. Und vielleicht gehört ihr bald auch dazu. Ganz genau. Das ist das, was wir so an Neuigkeiten haben. Und jetzt wird es Zeit, dass wir weiterreisen, Ja, denn wir haben denn noch ein die paar. Zeit ist schon fortgeschritten. Ja. Ja, wir machen weiter mit dem Skorpion. Und liebe Skorpione, für euch ist das Trigon von Neptun und Mars am Wochenanfang, also morgen, wirklich interessant, denn als drittes Wasserzeichen profitiert ihr eigentlich besonders davon. Also die beiden Energien arbeiten nicht zu hart in euch, sondern sie sind genau in der richtigen Position, um euch dabei zu helfen, etwas, was schon lange in euch arbeitet, Träume, die ihr hegt, umzusetzen. Und das tut euch richtig gut. Nutzt das noch, nutzt die Kraft von Mars und Venus im Krebs, der euch gerade sehr positiv bescheint. Bis Ende der Woche, Sonnabend, verabschiedet sich Mars aus dem Krebs und das ist dann für euch nicht mehr so günstig, Dinge anzustoßen. Der Neumond ist für euch wichtig, denn es ist in eurem Gegenzeichen Stier. Merkur wird direkt, ist auch wichtig für euch im Gegenzeichen Stier. Dass Jupiter in euer Gegenzeichen reist, ist für euch auch wichtig. Überlegt mal, was ihr so vor 6 Jahren losgetreten habt in eurem Leben und was jetzt so langsam mal noch wieder überprüft werden müsste. Das ist euer Thema für Jupiter im Stier. Und ihr seht, ihr habt auch eine volle Woche. Ich muss natürlich jetzt auch noch Pluto erwähnen, euren Herrscher, der dann gerade mit Jupiter am Donnerstag in den Clinch geht. Also für euch auch ein herausfordernder Tag. Und tatsächlich, wenn Pluto am Samstag Mars direkt gegenübersteht, ist das auch noch mal etwas herausfordernd für euch. Ihr habt also so ein Hin und Her, aber prinzipiell gerade mit der Kraft des Marses bis Sonnabend doch gute Möglichkeiten, Dinge radikal anzugehen. Radikalität ist ja eure Stärke. Und kriegen wir denn jetzt auch eine radikale Karte? Radikal drehen wir um. Aber dazu brauche ich dann radikal von dir. Ja, du hast Radikalität gewünscht. Hier haben wir eines der radikalsten Tiere. Wenn so eine Elefantenherde kommt und man ist im Weg, dann ist man radikal überrannt und dann wächst dort im Moment kein Gras mehr. Aber wir wissen auch um die Sensibilität der Elefanten, wir wissen auch um die Sensibilität der 6 Kelche. Und wenn wir jetzt gerade ja da in einem Wasserzeichen sind, dann hat ja auch der Skorpion seine Emotionen, nur zeigt er die nicht immer so, wie man sich das vorstellt und bringt dann auf seine Art die Emotion bei. Und die kann halt für den einen oder anderen schmerzhaft sein, aber aus Sicht des Skorpions ist es nun mal wichtig, so liebevoll mit dem Gegenüber umzugehen. Du hast vorher etwas gesagt, dass wenn Mars Pluto gegenübersteht und es ist ja spannend. Ja? Da stehen sich ja zwei Elefanten eigentlich gegenüber, auch wenn sie freundlich den Rüssel heben. Wir wissen nicht, wann die Aggressivität beginnt. Darum finde ich das schon mal einen guten Hinweis. Und hinten im Hintergrund sieht man nochmal zwei Elefanten, die aufeinander zukommen oder vielleicht aneinander vorbeigehen. Und von daher gesehen ist es für mich schon eine tolle, wunderbare Karte, und wenn man ganz genau hinschaut, dann fällt
findet man oberhalb des Rüssels des unteren rechten Elefanten ein Horusauge. Also die MJ Cullinane ist eher der Ansicht, dass die Elefanten vor allem das Herzzentrum spiegeln, Beziehungen, Liebe, Harmonie und Weisheit. Aber es ist ja eine Skorpionkarte. Ne? Es ist, ich weiß es nicht, ich glaube, es ist Sonne im Skorpion tatsächlich, diese Karte. Und zeigt dann vielleicht, dass wir trotz aller Radikalität halt wirklich dazu aufgefordert sind, unser Herz nach draußen zu tragen. Ne? Also das kann man ja auch radikal tun. Das sozusagen. Musst du radikal tun, ne? Weil du reißt das wichtigste Organ des Körpers raus. Das ist ein schönes Bild, so habe ich es noch nie gesehen. Ja, hast du recht, ja. Das Herz nach draußen kehren. Wenn du dein Herz nach außen bringst, dann zeigst du eigentlich deine ganze Verletzlichkeit. Das habe ich so noch nie gesehen, aber anatomisch gedacht, ja. Anatomisch gedacht, ja, und auch emotional gedacht. Wenn ich mein Herz nach außen bringe, bin ich verletzt. So, es gibt keinen größeren Verletzungspunkt, als wenn ich mein Herz präsentiere. Schöner Gedanke. Und ich finde diese Karte sowieso sehr skorpionisch, weil sie auch mit Ahnenthemen zu tun hat. Und da haben wir auch den Heiligen Gral. Den Heiligen Gral haben wir da auch. Also, liebe Skorpione, für euch wird das auch eine spannende Woche. Das waren unsere Worte für alle Skorpiongeborenen. Die Schützen sind nun an der Reihe und liebe Schützen, ebenso wie für die anderen Feuerzeichen ist für euch, obwohl für den Löwen war ja einiges los, ist nicht so viel Dramatisches los. Über den Widder habe ich ja noch gar nicht geredet. Du sahst gerade aus wie Wilson. Ja, so fühle ich mich auch mal. Auf jeden Fall, liebe Schützen, ist es für euch natürlich sehr interessant, dass am Dienstag euer Planet Jupiter das Zeichen wechselt. Im Widder hat das euch ziemlich gut getan. Ne? Das war eine schöne Energie für euch. Ihr habt viel Schwung gehabt oder vielleicht manchmal auch zu viel Schwung. Jetzt reist Jupiter durch den Stier und es ist vielleicht für euch ein bisschen erstmal ungewohnter von der Energie her. Es wird alles langsamer. Aber auf der anderen Seite kriegt es auch mehr Hand und Fuß. Bleibt nicht nur so in sich auspowern und das könnte ich tun und jenes könnte ich tun und das wollte ich noch machen, sondern jetzt könnt ihr euch vielleicht ein bisschen mehr fixieren auf das, was wirklich wesentlich ist und das manifestieren. Ansonsten ist für euch derzeit nicht besonders viel los und Rui kann uns eigentlich gleich mal diese Karte zeigen, die er gezogen hat. Hast du gerade Wilson zu mir gesagt? Das ehrt mich, denn Wilson sagt immer sehr was Cleveres. Aber erstmal sagst du nichts. Nein. Ja, liebe Schütze geboren. Wir sehen hier ein Tier, dem man auch nachsagt, dass es sehr intelligent sein sollte, der Dachs. Ein Honigdachs sogar. Ein Honigdachs sogar. Ja, ich unterscheide da nicht. Für mich ist der Dachs ein sehr listiges Tier, ein sehr cleveres Tier. Auch ein sehr gefährliches Tier. Die Zähne des Dachses sind sehr, also die Kiefermuskulatur und die Zähne des Dachses sind sehr gefährlich. Und der Dachs war bei den Bauern früher nicht sehr beliebt, weil er natürlich sich sein Mittagstisch bei den Bauern geholt hat. Und man sieht hier auch schon Hahn und Hennen und es könnte sein, dass da es bald den einen oder anderen an den Kragen geht, genau unterhalb. Man sieht, wenn man ein bisschen Fantasie hat, das Horusauge zwischen den Beinen vom Dachs.
Vielleicht einer oder andere Hinweis. Aber was ich jetzt wahrgenommen habe, ist oben ein bisschen Mond links. Und wir sehen auf der anderen Seite ein anatomisch geformtes Herz. Also das ist, da habe ich jetzt ein Herz, das ich so wahrnehme. Und jetzt bin ich neugierig, ob das vielleicht in irgendeiner Form erwähnt wird, wenn du in das Begleitbuch reinschaust. In der Zwischenzeit möchte ich noch daran erinnern, dem Schützen, dass er ja durch seinen Intellekt weiß, wann er, wie der Dachs, in den Hühnerstall reingehen kann oder eben nicht. Und darum würde der Dachs vielleicht gut beraten sein, einmal draußen zu bleiben, weil es ihm dann vielleicht an den Kragen geht. Und was schreibt sie über den Honigdachs? Also sie schreibt nichts über dieses Herz. Sie schreibt nur, dass, also das Wichtigste ist, glaube ich, der Honigdachs bringt eine Energie mit, die von roher Gewalt und reiner Entschlossenheit geprägt ist. Der Honigdachs stürmt los, ohne sich um irgendetwas in der Welt zu kümmern. Und gerade jetzt könntest du davon profitieren, wenn du ein wenig von seiner Energie in deine eigene Situation einbringen würdest. Ja, und mit diesen Worten, liebe Schützegeborenen, wünschen wir euch eine schöne Woche. Das war jetzt aber etwas kurz. Vor allem, wenn es so eine schöne Karte wie der Wagen ist. Ich finde ja nicht, dass die Wagen von roher Gewalt Aber geprägt sind. Honigdachse. Ja, mein kleiner Honigdachs. Der Steinbock kommt nun an die Reihe. Liebe Steinböcke, Und innen. ihr habt auch eigentlich einige interessante Aspekte dadurch, dass Jupiter in den Stier geht, Erdzeichen wie das eure, dass der Neumond im Stier stattfindet, dadurch, dass Merkur wieder direktläufig wird im Stier. Wie auch schon bei der Jungfrau ist das alles für euch sehr angenehm. Ihr spürt schon so ein bisschen Pluto wieder im Nacken und dieses Pluto-Jupiter-Quadrat am Donnerstag könnte für euch eine Form von Meilenstein werden. Was an diesem Tag passiert, das könnte tatsächlich langfristige Wirkungen haben, denn kurz danach reist Pluto wieder zurück in euer Zeichen und es gilt vielleicht da, ja, die eine oder andere Entscheidung zu treffen, die euch schwer fällt, die aber getroffen werden muss. Venus und Mars sind diese Woche noch in eurem Gegenzeichen im Krebs. Das ist für euch angenehm. Nutzt diese Kraft, um schwierige Entscheidungen zu treffen. Und natürlich ist dann auch das Trigon von Neptun und Mars gleich zu Wochenanfang angenehm für euch und hilft euch nochmal wirklich zu sagen, das will ich umsetzen. Und Rui möchte jetzt seine Karte Karte zeigen. umsetzen. Und Dazu brauche ich Huch. In der Musik. Darum hasst ihr auch mich. Vier der Münzen, liebe Steinböcke. Ja, wir sehen hier den Fuchs, der sich da den Hasen nähert, aber wir wissen auch aus der biologischen Forschung, dass in der Nacht, wenn diese beiden Tiere aktiv sind, sie sich niemals gemeinsam in die Quere kommen, denn der Fuchs weiß genau, es würde ihm viel zu viel Energie kosten, einen Hasen zu jagen, denn er ist gehandicapt. Der Hase mit seinem Fluchtverhalten, hackenschlagend, bringt es so weit, dass der Fuchs zu viel Energie verlieren würde, um einen Hasen auch nur annähernd in die Nähe zu bekommen. Aber was heißt das jetzt für euch? Kirsten hat es ja auch schon angetönt, astrologisch, verlasst euch auf eure Fantasie, verlasst euch auf euren Spürsinn. Verlasst euch auf eure Kreativität, denn dann seid ihr mit der dem Fuchs nachgesagten Listigkeit immer schön und gut dabei.
Und was auch toll ist, man sieht oben diese Mondsichel, die da der Hase irgendwie so am Beobachten ist. Und man hat auch wunderschöne Vögelchen, wahrscheinlich Nachtigallen, vermute ich mal, links und rechts, die da das Bild abrunden. Und der Fuchs als solches weiß um seine vier Münzen und die hat er auch ganz in seiner Nähe. Also es geht hier anscheinend laut der Autorin, der Künstlerin um Kontrollverlust. Er hat den Hasen gefangen, aber hat Angst und hat Angst, dass er ihn auch wieder verliert, sozusagen. Also was ich habe, will ich nicht loslassen. Ja, das ist ja auch eine typische Qualität der Vier der Münzen. Das ist die Sonne im Steinbock-Karte. Und ich denke dann nochmal an dieses Quadrat, dass es tatsächlich darum geht, sich dem Neuen zu öffnen, vielleicht auch den Stierneumond dafür zu Ja, nutzen. und wenn man ein bisschen Fantasie hat, dann haben wir hier in der Mitte mit dieser Dornen so diese Grenze von Unter- und Oberwelt, denen sich auch dieser Fuchs für den Steinbock nähern muss. Und wir haben wirklich wieder die Anspielung auf den Neumond, der Ja, anscheinend wichtig sein wird klar. für die Steinböcke. Und mit diesen Hinweisen wünschen wir allen Steinböcken eine wunderschöne Woche. Wir sind nun beim Wassermann gelandet und liebe Wassermänner, für euch hebt sich so langsam Pluto hinweg, doch kurz bevor er euer Zeichen verlässt, hat er sich noch was Besonderes ausgedacht. Er geht nicht nur am Donnerstag mit Jupiter ins Quadrat. Wie gesagt, auch für euch kann das bedeuten, dass der eine oder andere Traum wirklich auf der Kippe steht. Ihr müsst einfach jetzt beharrlich an das glauben, was ihr umsetzen wollt. Und dann gibt es noch den nächsten Härtetest für euch am Sonntag, nein, am Sonnabend, wenn Mars in den Löwen geht, euer Gegenzeichen. Und dann gleich nochmal mit Pluto in die Opposition geht. Überhaupt, wenn Mars dann künftig durch den Löwen läuft, dann kann es sein, dass ihr euch wirklich der einen oder anderen Herausforderung von außen stärker stellen müsst als sonst. Also nutzt den Montag, um wirklich nochmal zu verankern, das will ich umsetzen. Und dann hangelt euch da durch. Und vielleicht gibt euch der Neumond dafür nochmal ordentlich Schwung. Und natürlich die Karte, die Rohe uns jetzt zeigt. Ja, liebe Wassermänner, wir sehen hier niemand Geringeren als wie den Hierophant, den Hohepriester, der vor seiner Gemeinde steht und seine ganze Weisheit, ich möchte nicht sagen predigen, das wäre für mich zu profan, nee, da gibt es seine Weisheit weiter. Und wenn wir dann sehen, wo er steht in der Bäckerei und er hat oben über den Tür alle Spezereien, die man in der Bäckerei benötigt. Und er hat auch den Schlüssel dafür. Also man sieht schon, er kann hier all seine Listigkeit, die man ja einer Maus auch nachsagt, Ratte. umsetzen. Ratte? Soll eine Ratte sein. Soll eine Ratte sein. Weiße Ratte. Na gut. Und diese Ratte, Dankeschön für den Hinweis, ich hätte jetzt eine Maus draus Ich gemacht. hatte auch erst eine Maus gedacht. Diese Ratte, die steht ja auch für Weisheit. Ne? Ratten sind sehr intelligent Intelligenz, Weisheit, Beharrlichkeit. und zeigen uns, wie man stets sein Ziel erreichen kann. Manchmal mit klarer Kommunikation untereinander, das hat man auch schon rausgefunden durch Versuche, aber auch durch ganz klar das Weitergeben, was schon in ihren Genen ist. Was auch spannend ist, wir sehen nicht nur weiße Ratten, vier Stück, sondern wir sehen auch zwei schwarze.
Das ist so spannend, dass man auch da beide Komponenten betont, denen sich da dieser hohe Priester widmet. Und im Hintergrund sieht man auch, wenn man ein bisschen Fantasie hat, in diesem Fenster einen Kirchturm von der Bäckerei. Ja, ich musste irgendwie an die Lenormand-Karte Mäuse denken, als ich die Karte gesehen habe, aber es hat eine ganz andere Verbindung. Ich finde, das hast du sehr schön erklärt. Ich habe das Deck ja vorgestellt, das habe ich gar nicht so gesehen, dass der vor den predigt sozusagen. Mhm. Ist es nicht bei Watership Down auch mit Ratten? Sind da nicht auch Ratten zu sehen? Das würde ich jetzt nicht 100%. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber hatte ich jetzt gerade so eine Idee. Würde jetzt nicht so. Also, gefällt mir gut die Karte. Ja, ist schöne Darstellung. Und mit diesen Worten, liebe Wassermänner, wünschen wir euch eine schöne Woche. Und jetzt wünschen wir uns... Ich gehe davon aus, dass du eine gute Karte gezogen hast, Wilson. Ja. Und bevor wir das machen, möchte ich euch, liebe Fische, natürlich darauf hinweisen, dass Montag ein extrem guter Tag für euch ist, denn Mars läuft durch... läuft in ein Trigon mit Neptun hinein. Und das bedeutet, dass die Träume, die ihr vielleicht seit letztem Jahr, seit dem letzten Frühjahr hegt, so ungefähr ein Jahr ist das her, dass Neptun durch euer Zeichen gereist ist und da viel in euch hochgespült hat, dass das jetzt noch ein Stückchen besser manifestiert werden kann als zuvor. Ansonsten sind die aktuellen Konstellationen auch nicht schlecht für euch. Ob jetzt Jupiter im Widder oder im Stier ist, hat für euch jetzt nicht so dramatische Konsequenzen wie für andere Zeichen. Aber dass Venus immer noch im Krebs ist, ist sehr schön für euch. Dass Mars auch noch dort ist, ist auch angenehm. Oh, dieses Quadrat, das ist für euch unwichtig. Ihr bleibt bei euch, ihr konzentriert euch auf eure Träume. Und schwimmt einfach durch diese Woche hin zum Neumond und Roy wird euch gleich erklären, wie ihr das macht, aber erstmal macht ihr das selbst. Ja, liebe Fische geborene. Fünfter Münzen. Wunderschön, wie hier dieser Kauz oder diese Eule sich aufschwingt vom Baumstumpf weg, um sich zu erheben. Und jetzt wissen wir, ja, diese Nachttiere, die haben ja ein ganz feines Sensorium und die wissen ganz genau, wo es hingehen muss, damit es gut wird und sie schaffen das auch immer. Und ich finde das deswegen so toll, weil eigentlich sonst die Fünfter Münzen ja ab und an nicht so beliebt sind. Aber ich finde sie hier mal wunderschön dargestellt. Vor allem auch dahinter dieser Mond, der da in Vollheit ist hinter den Münzen. Und die Münzen sind wie in den Blättern rein gewachsen. Das finde ich auch sehr schön. Also hier wird auf eine Raupe verwiesen. Ich frage mich, wo die Raupe ist. Wir werden gleich die Raupe finden. Die sehen wir unten. Die grüne Raupe unten. Ah ja, mhm. Und ja, Raupe ist ja immer gleich auch die Transformation. Mhm. Ja, jede Raupe wird, wenn sie überlebt, ein Schmetterling, mhm. wenn sie nicht vorher die Eule holt. Und ich finde das eine sehr coole Darstellung, ja, dass man die Eule als solches sofort wahrnimmt, aber die Raupe erst erlesen muss. Ja, hier wird darauf verwiesen, dass die Raupe besonders mit Geduld auch unterwegs ist und fest an das glaubt, was sie gerne haben möchte, was sie sein möchte. Und das entspricht sehr schön diesem Neptun-Mars-Quadrat. Wir müssten jetzt alle schon uns ganz schön gedulden als Fische, dass dieses Jupiter-Fische-Thema des letzten Jahres sich manifestiert. Ja. Vielleicht wird das ja jetzt wirklich was, wenn Jupiter in den Stier reist. Das könnte gut passieren. Liebe Fischegeborene, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage.
endlich der geduldige Widder. Ihr armen Widder, nicht nur, dass ihr hinten angestellt werdet gerade, wenn wir in die Zwillinge gehen, rückt ihr ja eins auf, ne? dann hat der Stier das Nachsehen. Ja. Aber tatsächlich habt ihr auch sonst gerade nicht so die allerbeste Zeit in dieser Woche, denn Jupiter, der Planet, der euch das letzte Jahr begleitet hat und euch mehr zur Sinnfindung gebracht hat, der verlässt nun euer Zeichen. Auf der anderen Seite kann das auch sich gar nicht so schlecht anfühlen, weil Jupiter tatsächlich ja auch euch dazu anspornt, so ein bisschen Richtung Burnout zu driven. Also vielleicht habt ihr euch sehr verausgabt im letzten Jahr. Dann kommt jetzt mehr Ruhe rein, mehr Substanz in das, was ihr umsetzen wollt. Und da, gleich danach am Sonnabend wandert ja Mars, euer Planet, in den Löwen. Das gibt euch wieder ordentlich Drive und ihr habt dann eigentlich auch eine ziemlich gute Zeit bald wieder, wenn Venus Mars in den Löwen folgt. Also nicht verzagen, diese Woche mal so ein bisschen einschwingen, loslassen, nochmal rekapitulieren, was war im letzten Jahr wichtig. Und dann freut euch auf den Sonnabend und darauf, dass Mars in ein Zeichen geht, was euch sehr, sehr wohlgesonnen ist. Rui möchte die Karte umdrehen, denn auch er hat viel Widder-Energie. Ja, liebe Wiedergeborenen, die 9 der Münzen, Hinweis darauf, dass wir all unsere Energien gut gebündelt haben, Hinweis darauf, dass wir all das richtig gemacht haben durch diese lange Winterzeit und langsam ist es Thema aufzuwachen, Frühling, ne, rauszugehen und endlich mal wieder sich zu erlauben, zu repräsentieren. Schön finde ich diesen roten Mond links oben, ja, vielleicht so ein bisschen Hinweis auf einen Blutmond und da sitzt doch schon ein Vögelchen auf dem Ast, wenn man das richtig beobachtet. Also von daher sehr schön auch wieder die Galaxie im Hintergrund mit den einzelnen Gestirnen, finde ich auch eine sehr schön dargestellte Karte mit den 9 der Münzen, die hier schon schön am Höhleneck sitzen, zusammen mit den Fischen, die der Bär in weiser Voraussicht sich auch noch zur Seite gelegt hat, wenn er denn hungrig wird im Winter und aufsteht. Fische, wo siehst du? Ah, da oben. Ja, da. Mhm. Neben den Münzen. Ich finde, das passt sehr gut zu dem Abschluss eines Jupiter-Zykluses. Ne? Die 9 der Münzen steht ja auch für Fülle, für das, was wir erreicht haben. Und ich finde, dieser Bär, der ja so eine stierische Qualität hat, ein Bär eigentlich, ne, der ist ja ruhig und gelassen und geht die Dinge langsam an, der ist jetzt, wie du es sehr schön beschrieben hast, bereit durchzustarten, wenn Mars in den Löwen geht und das, was er aufgebaut hat, noch weiter zu mehren oder neu anzugehen. Tolle Karte. Diese Energie, ne? Ja, Mars. Gefällt mir wirklich gut. Und damit sind wir mit unserem Latein nicht am Ende, sondern das waren unsere Worte für das geduldige Sternzeichen Widder. Was nun folgt, ist natürlich die Quintessenz und es wird lustig, wenn wir dann das große Arkanum suchen müssen. Ah, das geht schon. Aber, lieber Roe, wir starten. Moment. Ich bin fast ganz bereit. Ohr. Gut, wir starten mit den 3 der Stäben, dann 9, 12, dann 12, 24, dann die 21, 45, 0,
7, 52, 6, 58, 7, 65, 4, 69, 5, 74, 5, 79 und die 9. 88. Ja. 16, das passt ja auch wieder sehr gut, wie ich finde. Da stehen auch die Namen drauf, ne? Dann geht es schneller, wenn man ein Deck noch nicht so gut kennt. Ich habe es noch nicht. Ihr da draußen, ihr könnt sicher mir auch schon sagen, uns auch schon sagen, ich habe, was das für eine Karte ist. Es ist bei mir Karte nicht ist. Dabei. Das ist eine coole Karte. Ich habe da, als ich das Deck geunboxed habe, über Flensburg geredet. Jawohl. Der Turm. Und diese Raben, die zeigen uns auch wieder sehr intelligente Tiere, nämlich der Rabe. Da kommt man ja immer mehr und mehr drauf, dass er sich durch Beobachtung Dinge aneignen kann, die er dann einsetzt. Ne? Zum Beispiel beobachtet ein Rabe ganz genau die Umgebung und der andere kann in der Zwischenzeit Nahrung holen oder machen sich Nüsse zu eigen, die sie dann einfach immer wieder runterfallen lassen oder sie lassen Steine auf Nüsse fallen, dass sie die Schale knacken. Also sie haben da ein riesengroßes Potenzial an Wissen oder sie sind, wenn sie mal von einem Menschen aufgezogen werden, sehr treu, dass sie immer wieder vorbeikommen und sich bemerkbar machen. Also Raben sind ganz interessante Tiere. Hm? Ja, ich finde, inwieweit verbindest du das mit dem Turm? Dass der Turm, der sprengt ja, ne? Der Turm will Neues und der Rabe will auch Neues. Der Rabe bleibt eigentlich nicht in seiner in seiner Entwicklung stehen, sondern der braucht immer ein Weiter. Ne? Dass wir heute wieder am Straßenrand einen Raben sehen, das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen, ne? Da hat sich der Rabe weiterentwickelt. Und ich bin überzeugt, der Rabe ist intelligent genug, um auch in 20 Jahren wieder was Neues zu haben. Und was ich an der Karte toll finde, ist der Mond, den wir ganz oben in den Wolken haben. Also wir wissen ja, dass die MG Cullinane besonders auf Raben steht. Mhm. Sie hat ja das erste Deck, was sie gemacht hat, war ja Rabentarot. Mhm. Und sie schreibt hier, dass ja, der Turm schwierige Verhältnisse anzeigen kann. Tatsächlich haben wir nächste Woche wirklich so eine Shift-Woche, ja, wo wirklich neue Energien auf einmal sehr stark auf uns einprasseln. Und dass wir jetzt auf einen bedeutsamen Moment in unserer Vergangenheit nochmal zurückschauen sollen, der eine große Störung verursacht hat und infolgedessen wir nun wir etwas aufarbeiten mussten, was wir jetzt langsam auflösen können. Ne? Und es geht dabei ganz stark darum, mit der Gemeinschaft zu arbeiten. Ja, und welche Vögel haben mehr Gemeinschaft, sind die Raben? Ne? Ja, tatsächlich muss ich aber uns jetzt korrigieren beide, weil es sind keine Raben, sondern es sollen Geier sein. Was ich jetzt erst lese, habe ich beim Unboxing auch falsch gesagt. Und bei denen geht es um Gemeinschaft, Harmonie und Wiederherstellung. Ja gut, wenn sie schreibt, sie ist die Autorin, sie oder auch die das Deck hergestellt hat, mitproduziert hat. Also ich hätte sofort auf Raben getippt, persönlich. Ja, ich hätte auch auf Raben getippt, aber gut. Dann sind es keine Raben. Genau, aber die Message von uns bleibt dieselbe. Ja, auch die Geier sind ja Vögel, die immer in der Gemeinschaft auftreten. Also selten, dass ein Geier alleine ist. Das sind ja auch sehr familiäre Vögel. Ne? Ja. Liebe, ich glaube, die bleiben sogar ein ganzes Leben zusammen. Liebe Community, das war heute ein wirklich langes Video, aber es war einfach auch viel los und wir hoffen, dass ihr Freude daran hattet. Ja. Und wir sehen uns jetzt ganz bald live wieder. Habt einfach eine schöne Zeit, startet gut in diese sehr aufregende Woche und kommentiert doch gerne auch mal beim Wochentaroskop, was so von dem passiert, sich bewahrheitet hat, was wir euch so erzählt haben. Ja, vielen Dank für eure Präsenz, für euer Dabeisein, für euer uns informieren. Für die uns noch nicht ein Like dagelassen haben, wir freuen uns auch darüber
Und bleibt gesund und vergesst bitte nie, never give up.